No, nein, nein, nein. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deltawolf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, habe ich denn tatsächlich in der letzten Runde das Rennen weggeschmissen oder konnte ich das Auto doch irgendwie noch retten? Seid gespannt, am Ende wird's aufgelöst, seid euch da ganz sicher. Herzlich willkommen aus Saudi-Arabien, herzlich willkommen aus Jeddah. Wie ihr seht, Qualifying Q1 wurde gefahren und die Hälfte hat es nicht geschafft, das Auto über die Zeit zu bringen. Knapp genau die Hälfte. Also 5 Fahrzeuge mussten vorzeitig das Rennen bzw. Qualifying beenden. Ich gehörte nicht dazu. Wir waren zu 10, was bedeutet, dass wir ein 50% Rennen vor uns haben bei der Crossplay-Liga der Formel 1 Revolution. Ja, also ich starte vom Platz 2. Vor mir der Dende, das ist sozusagen mein größter Konkurrent in dieser Saison. Und dann geht's auch gleich schon los. Wir fahren hier mit den etwas härteren Reifenmischung, mit den gelben. Beide Starts waren in Ordnung. Check, nichts passiert. Wir können das Rennen fortfahren. Alles gut. Das Rennen wird ja schließlich auch nicht in der ersten Kurve entschieden. So weit, so gut, so richtig. Spulen wir ein bisschen vor. Ich habe doch hier und da ein paar Highlights für euch parat. Seid gespannt, lehnt euch zurück und genießt es so gut es geht. Also, wir haben die erste Runde tatsächlich geschafft. Wir sind jetzt hier in der zweiten Runde. Und was ist hier vorne? Augen auf. Was ist da los? Er hat es gerade geschafft, Dende. In einer Runde ein bisschen mehr als eine Sekunde Vorsprung wegzufahren, um nur etwas zu tun, was man denn nicht tun sollte. Denn, Alter, wenn man innerhalb von 1 Sekunden Zeitfenster ist, was bedeutet das? Ja, also im Sinne von DRS kann man dann nutzen oder man klebt einfach hier dran. Ich habe ihn, wie man sieht, überholt, beziehungsweise konnte man jetzt nicht sehen, weil es eigentlich alles spektakulär, aber spektakuläres kommt jetzt. Hier zum Beispiel Wheel and Wheel. Ich gegen Dende. Mal schauen, wer hier das Rennen macht. Er zieht den Zügel kürzeren, ich den Lenk, also wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich ihn hier oder meinen ersten Platz ein bisschen verteidigen können. Und es dauerte nicht lang. Nach 4 Runden war es dann auch soweit. Das Safety Car kommt raus. Und für mich bedeutet das, die härtere Reifenmischung raufzuziehen, weil ich einfach damit persönlich gerechnet habe, hey, kein Bock mehr darauf, wieder in die Box fahren zu müssen. Also hatte ich geplant, das Rennen mit dieser Reifenmischung zu Ende zu fahren. Aber, ach Gott, aber alles ist hier uncutted, seid euch da sicher. Genau, früher als erwartet, muss ich sagen, ging sozusagen der erste aufs Vollgas und dementsprechend war ich etwas überrascht, aber die Überraschung hielt sich dennoch in Grenzen. Also ich konnte jetzt hier sozusagen meinen Platz, hier Platz 5, verteidigen. Und ich habe ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Angriff, Luft gewittert. Habe mir die erste Chance geschnappt, habe Platz gelassen. Alles gut, alles gut. Also nichts Großes passiert. Tynes hinter mir, war hinter mir, vor mir. Viel wichtiger ist Bonebreaker. Und was Bonebreaker macht, ist gefährlich. Ein kleiner Fehler kann so große Auswirkungen haben. Wir hören mal rein, was passiert. Oh, oh, oh. Holy shit! Das, ja, hab ich gedacht. Das war knapp mit DNF bei mir. Ja, da wäre jemand fast DNF gegangen, der Dende. Also, das war ganz schön knapp, war ganz schön gefährlich. Und ich habe morgen noch gewittert, ich will nach vorne, ich will Erster werden. Und dann habe ich meinem Teamkollegen Bescheid gegeben. Huhu, ich komme von links. Ja, hat sich nach rechts eingereiht, alles gut soweit und jetzt dachte ich, gut, ich habe mir ihn geschnappt, jetzt schnappe ich den nächsten, aber etwas sollte mir zuvor kommen, aus Sicherheitsgründen habe ich hier ein bisschen ja, vorgespult, oder mir fehlte einfach dieses Tape, leider Gottes, passiert, naja, auf jeden Fall ist es mir verwehrt gewesen, den ersten Platz zu holen, sozusagen vorbeizugehen an Fidi, aber das sollte mir doch früher oder später doch glücken, oder? Also, das Ganze nochmal, Déjà-vu, und hier von der linken Seite, Dende, wo kommst du denn auf einmal her? Der kleine Frechdachs hat wohl gedacht, er könnte vorzeitig an mir vorbeifahren, aber nee, 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 die Regularien sagen was anderes und dementsprechend hat es schon seine Richtigkeit, dass ich jetzt erstmal als Drittplatzierter hier über die Ziellinie fahren darf. Also, ich schaue nach vorne, was habe ich hier zu sehen? Apple Boy und natürlich Fili, der gar nicht in der Box war, der hat immer noch seine ersten Reifen. Die härteste Reifenmischung hat er nicht drauf. Und hier wollte ich gleich mal die erste Chance nutzen und
habe das auch ganz gerne getan. Ich habe ihn überholt, jetzt wieder Platz 2, Platz 1 zum Greifen nah. Ich saug mich langsam, aber sicher an ihm ran. Ich spule ein bisschen vor. Hier schon überholen? Nein, das wäre zu einfach gewesen. Hier zu überholen? Richtig, aber nicht nur ich, nicht nur Nico, sondern auch Dende wollten hier gleich den ersten Platz. Ja, das scheint sehr begehrt gewesen zu sein, vor allem in Runde 10. Hier habe ich verpasst, frühzeitig und lange ERS zu nutzen und zu drücken, zu pushen. Dementsprechend hat Nico jetzt hier den ersten Platz für sich eingenommen. Und hier gab es, glaube ich, eine kleine Berührung, aber Glück für Denne, dass sein Frontspoiler heile geblieben ist. Oh, jetzt auch hier mache ich persönlich einen kleinen Rückzieher aus Sicherheitsgründen, um auch nicht zu viel Zeit zu verlieren. Ich glaube, ich habe TK jetzt hier ein bisschen aufgehalten, hat auch ein bisschen angeklopft von hinten. Wir spulen ein bisschen vor, 3 oder 2 Runden später. Ja, hier, da muss ich sagen, bin ich ein bisschen viel Respekt angegangen. Wäre aber auch zu viel des Guten gewesen, jetzt hier ihn zu überholen, Nico. Von dem her hat so alles seine Richtigkeit. Eine Runde später, das ist munteres Treiben hier, wie auf dem Jahrmarkt, könnte man sagen. Einmal hier links, einmal hier rechts, einmal Platztausch und vorne und hinten und jeder ist mal dran. So gefühlt war es zumindest. Es mangelte nicht, tatsächlich nicht. Und hier musste ich einmal korrigieren. Mein Heck wurde ein wenig unruhig. Und das sollte leider nicht das letzte Mal gewesen sein. Wie dem auch sei. Es geht voran. Ich habe mich wieder rankämpfen müssen. Habe natürlich sehr, sehr viel ERS aufgebraucht. Und jetzt muss ich hier selbstkritisch sagen, hey, du hast nur 9%. Macht es Sinn, jetzt hier Dende zu überholen? Miep. Eher nicht. Aber ich habe es getan. Ich war auch sozusagen sehr gestresst, könnte man sagen. So zurückblickend. Ja, das war ja gestern. Also ich gestern gemerkt, gefahren. Und wird das aber wahrscheinlich morgen, sprich am Dienstag, hochladen. Also, hier, ich bin Erster, das gefällt mir. Und nur noch 10 Runden sind zu fahren. Aber der erste Platz sollte nicht von langer Dauer sein. Nein, denn der Nico weiß Bescheid und über die Zeit gesehen wird er dann doch die bessere Reifen haben, weil schlichtweg die Reifennutzung geringer ist. Runde 18, ich versuch's mal wieder, meine Nase nach vorne zu strecken und zu setzen. Und kann ich hier den ersten Platz übernehmen? Ich würde sagen, nein. Dafür hat es nicht gereicht. So langsam, aber sicher macht sich der Reifenverschleiß bemerkbar. Und auch hier sehen wir jetzt eine Sekunde. Jetzt wird es sehr kritisch. Schaffe ich es hier noch im 1-Sekunden-Zeitfenster zu sein? Nein. Ein paar Tausendstel fehlten mir schlichtweg. Oder Hundertstel. Noch nicht mal ein Hundertstel, glaube ich, war das. Und das hat dazu geführt, dass der liebe Nico weggefahren ist. Aber es gab ja noch die Hoffnung, Dende, kann ich mich an ihm ransaugen? Ist auf ihn Verlass? Ja und nein. Auf ihn ist Verlass, dass er hier in dieser Kurve einen Fehler baut. Aber nein, dass wir den Kontakt jetzt komplett abgebrochen haben zu Nico. Man sieht das jetzt hier mit über 8 Sekunden. Ciao, Bella, kann man da nur sagen. Jetzt war wieder munteres Treiben. Wir sind in der letzten Runde. Ganz, ganz eng. Jetzt gibt jeder alles. Wer holt sich Platz 2? Es war sehr, sehr spannend. Mein Puls war jedenfalls jenseits von Gut und Böse. Und dementsprechend war auch nicht nur ich sehr zittrig am Lenkrad. Nein, ich muss gestehen. Und ja, ich gehe zu meinem Hinter auch. Also nicht im Po-Sinne, sondern mein Heck. Flügel und Heckbereich generell vom Auto und jetzt war es soweit. Ich habe mich gedreht, aber zum Glück, Entwarnung, puh, ich hatte genug Abstand zu Platz 4. Nein, also ich hatte genug Abstand zur Mauer. Dementsprechend konnte ich das Rennen jetzt hier beenden als Drittplatzierter. Ich entschuldige mich auch, dass man mich quasi unten links im Bild gar nicht mehr sehen kann. Ich habe schlichtweg vergessen, die Lampen einzuschalten, als ich angefangen habe im Qualifying. War ja noch alles gut, aber es wurde immer dunkler und dunkler. Und man kann nur erahnen, wo ich da jetzt sitze. Und habe mich gefreut, auch, dass mein Teamkollege TK dabei war, mich unterstützt hat als Team Alpen. Und war ein schönes bunteres Treiben, hat Spaß gemacht, war spannend bis zum Schluss und freue mich dementsprechend auch auf das viertletzte Rennen der Saison. Seid gespannt, in 2 Wochen geht's weiter. Bleibt gesund und sportlich und man sieht sich bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao. Delta verpasst. Ja, genau. Und dann war ich weg. Ja, aber trotzdem warst du echt gut unterwegs. Ja, da hattet ihr nämlich nochmal so Fehler und dann war ich nämlich einmal drin. Ich verstehe auch, warum du letztens das Rennen gewonnen hast.
Danke. Nehme ich als Kompliment. Auf jeden Fall.